Hier, Zomik, damit dir nicht langweilig ist an der Wand, hab ich dir was Schönes Ja, halli, hallo, liebe Gefängnisfreunde. Ich bin Satenti und wir spielen The Escapists. Oder wie man das ausspricht. So wie immer. Wir schauen ganz am Anfang, so wie immer, schauen wir mal, was verkaufen die uns. Oh, nein, ich kann es mir nicht leisten. Oh, das ist ja scheiße. Das brauche ich unbedingt. Ach, shit, ey. Nee, das ist doof. Das ist doof, meine Freunde. Und Monster wird, dass du Zombie verprügelst. Nee. Auch leider keine Dinger, die ich jetzt irgendwie... Ja, ich bin hier ruhig. Also es gibt keine... Folgende Magen bekomme ich euch. Na, bitte nicht ich, bitte nicht ich. Ach, gut. Denn ich wurde schon zu oft untersucht. Ja, scheiße. Das hätten wir jetzt echt gut gebrauchen können. Naja, müssen wir halt arbeiten dafür. Müssen wir halt dafür arbeiten gehen, um unser Geld zu bekommen. Aber kriegt man hin und hoffentlich kriegt man vielleicht doch nochmal ein... wie sagt man dazu? Ein Klebeband. Klebeband, genau. Ich guck mal kurz nach. Falsche Taste. Mal kurz schauen. Ein Klebeband haben wir noch. Damit könnten wir eigentlich die Schaufel reparieren. Warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich das nicht gemacht? Das letzte Mal. Ja, da bin ich jetzt verwundert. Warum habe ich das nicht gemacht? Das letzte Mal hätte ich die doch reparieren können. Hätte man doch weiter schaufeln können. Da wollte ich mir das für irgendwas aufheben. Ich weiß es gar nicht. Genau. Intelligenz hat gefehlt, Freunde. Sagt das doch. Die Intelligenz hat gefehlt. Das heißt, erstmal müssen wir die Erde loswerden. Wo werden wir die los? Natürlich auf dem Klo, wo sonst? Wird runtergespült und dann gehen wir jetzt erstmal genüsslich essen. Und danach gehen wir genüsslich arbeiten. Und danach, ups. Shit, ey. Ausgesehen da hochgelaufen, das wollte ich nicht. So. Und danach schauen wir mal, was wir machen können. Wir müssen ja unbedingt noch Duct Tape finden. Und Bibliothek. Kacke, müssen wir lesen. Ganz viele Bücher lesen. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten klappt das alles nicht. Erinnert mich an Hundefutter. Ach stimmt ja, ich wollte ja eigentlich die Übersetzung mal abändern. Ah, wieder nicht gemacht. Tut mir leid. Ich wollte diese Aktenordner oder wie, warum auch immer. Ich weiß nicht, wer es übersetzt hat. Ich glaube ja, das war irgendwie Google-Übersetzer oder so. Dann haben die da Pfeile reingeschrieben oder Pfeil und dann hat das irgendwie übersetzt mit ja, Pfeil, also so eine ja, halt eine Akte, quasi. Ne? So, wer braucht denn jetzt ein Büchlein? Der Monster, Zomik, Petro, Hoho. Andy braucht kein Buch, das habe ich genau gesehen. Wer redet hier gerade? Alter, die reden viel zu viel. Da kann man doch gar nicht gucken, wer ist. Oh, Hoho, du brauchst doch ein... Ah, komm her, Hoho. Du wolltest ein Buch haben. So, und Monster, du willst wieder mal 1000 Bücher haben. Du bist richtig wissbegierig. Das ist voll krass. Nee, ganz ehrlich. So, das war's auch. Zomik und Petro fehlt noch. Und was verkauft der so? So, wo ist Zomik? Eigentlich darf ich ja hier durch, ne? Kein Problem. Und Monster. Zomik. Bleib stehen. Da haben wir ihn. Und jetzt brauchen wir bloß noch den Petro. Petro hat, glaube ich, gearbeitet. Ich glaube, der arbeitet hier oben irgendwo. Ja, da haben wir ihn doch. Und so. Haben wir hier noch genug Knete, würde ich sagen, genug Zeit übrig. Wir haben jetzt Geld bekommen, dann schauen wir mal ganz schnell, ob die noch was verkaufen. Die haben alle keinen Job über den Kopf. Ja, toll. Eine Pfeile. Ah, eine Pfeile? Moment, muss ich mir kurz überlegen. Brauche ich erstmal eine Pfeile? Für ein weiteres Tool könnte ich eine Pfeile gebrauchen. Für ein weiteres Tool. Dann graben wir heute noch mit der normalen Schaufel weiter, würde ich sagen. Und bereiten aber schon mal alles vor, um noch eine Spitzhacke zu bekommen. Weil irgendwann wird es wichtig, eine Spitzhacke zu haben. Ach, ist ganz schön teuer, ey. 49. Naja, hoffentlich... sehe ich fast. Falsch weggetan. Okay. Wir gehen jetzt zur Bibliothek und werden dort... Oh, komm. Nee, das ist ein Hoho, der hat das gleiche. Okay. Jetzt werden wir da ein bisschen lesen und Intelligenz ein bisschen hochschrauben. Und zwar nicht da, sondern hier. Okay. Schön. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt am Ende. Schön viel Intelligenz. Ich möchte aber auch nicht zu viel, weil eigentlich müsste man auch mal hier wirklich Geschwindigkeit oder irgendwas anderes hochkriegen. Ja, ist halt so eine Sache. Mal hier gibt es auch überall diese leckeren Sachen, Häftlingsbeute. Aber da ist meistens eh nur Mist drin. Es lohnt sich fast gar nicht, dahin zu gehen, weil das ist schon ein gewisses Risiko verbunden, dahin zu kommen. Das lohnt sich irgendwie gar nicht. Und wenn ich mich eh rausgrabe,
aus dem ganzen Ding. Wobei ich echt nicht weiß, wo dieses komische Gefangenen, nicht Gefangenen, sondern Aufenthaltszimmer von den Bullen ist. Das kotzt mich an, dass ich das nicht weiß. So, jetzt gucken wir mal, ey, wir sind jetzt so intelligent. Komm. 65 habe ich jetzt, ne? 64, jetzt dürfte ich 65 haben. Dann schauen wir mal, ob wir das Ding bauen können. Und, also auf der Seite auf jeden Fall, das ist eigentlich ganz praktisch, dass wir dadurch hier lang müssen. So, klick, klick und klick. Basteln wir mal schnell eine verbesserte, leichte Schaufel. Sehr schön, haben wir die auch und die ist wieder 100%, das ist schön. Ist also nicht einfach nur ein Bug oder so. Ja, ansonsten haben wir noch eine Pfeile, brauchen wir nicht großartig, aber okay. So, dann heißt es jetzt wohl durchsuchen, durchsuchen, durchsuchen. Ach, stimmt ja, der hat ja, die andere Sache ja noch von mir. Stimmt. Der hat ja einen Haufen Zeug noch von mir hier drüben. Das ist halt praktisch. Ich bräuchte ja noch, passt auf, dann bauen wir gleich noch hier so ein Handling, so ein Händel. Können wir gleich noch bauen. So. Ja, und den Rest hebst du für mich auf, ne, mein Freund. So, was will der ja? Ich brauche was, Ich brauche was, Kammwaffe. Kannst du mir das besorgen? Gewiss, eine Kammwaffe besorge ich dir sofort. Hau nicht ab, hau nicht ab, hau nicht ab. Nein. Ah, du Idiot. Jetzt kommt, ich kann doch nicht hinterher, ich kann doch nicht hinterher. Vielleicht kommt er wieder, Like-Tech war das. Schauen wir mal, was hier noch drin ist. Hm. Oh, eine Spachtel wollte auch jemand haben. Mann, war hab ich ein Glück. Ja, Klebeband, ich krieg die Krise. Alter, das ist ja mal eine richtig krasse Ausbeute. Schnell wegbringen, bevor ich irgendwie... Oh Mist, wir haben ja Hofgang. Wir haben ja Hofgang. Oh shit. Shit, das habe ich nicht mitbekommen. Fuck. Ich habe die Klingel nicht gehört. Entschuldigung. Oh. Entschuldigung, Zomik. Zomik, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich wollte dich nicht in die Mauer schubsen. Oh, das tut mir echt leid. Oh nein, jetzt ist er da gefangen. Oh shit. Oh Mann, du armes Schwein. So, Like-Tech, genau, dich, mit dir wollte ich nochmal reden. Pass auf, Like-Tech. Du wolltest doch diese Kammwaffe haben. Hier, das war doch Like-Tech, oder? Yeah, sehr schön, haben wieder Knete gemacht. So, dann wollte noch irgendjemand die Spachtel haben. Schnell mal schauen, wer das war. Ach nee, eine Kelle. Ach, Kelle. Na gut, dann ist es nicht die Spachtel, dann, kann mir das gestohlen bleiben, dann schmeiße ich das irgendwo hin einfach. Hier, damit der Guard gerade nicht guckt. So, brauche ich ja nicht mehr. So, dann habe ich hier schon reinguckt. Genau, da war Dings drin, das geile Band. Schauen wir mal, was es noch so Schönes gibt. Und ein Feuerzeug habe ich schon. Hm, nee, muss nicht sein. Draht, alles nicht so meins. Ich muss echt aufpassen, dass ich die Klinge nicht überhöre. Ich habe nicht, spiele heute nämlich ohne Kopfhörer, einfach nur mal mit Boxen. Relativ leise gestellt, damit man das hoffentlich nicht doppelt hört. Ja, kloppt euch, macht euch tot. Juhu! Komm. Los, los, Battlecraft und Konsti. Oh, jetzt kommt natürlich die Wache. Oh, ein Crafting-Rezept. Hat keiner gesehen, dass ich das geklaut habe. So, was verkaufst du Schönes? Oh, noch mehr Pfeilen. Aber nee, brauche ich erstmal nicht. Aber wenigstens habe ich schon mal Geld, das ist auch mal gutes. Super volle Socke. Alter, eine super volle Socke. Batterie plus Socke. Ey, ihr wollt mich doch verarschen, oder? 50 Intelligenz braucht man dafür. Habe ich jetzt schon geguckt? Ah, Mist, Mist, da habe ich wieder Übersicht verloren. War ich zu abgelenkt von den krassen Kämpfen? Okay, hier war ich schon drin. Dann bleibt ja bloß noch das hier. Okay, Schreibtisch von Like-Tech. Der hat aber schon gute Sachen. Naja, geht so. Mal gucken, was Hoho alles für Sachen hat. Oh, noch ein Crafting. Ey, ich habe dir noch gerade erst ein Crafting-Rezept von dem gelootet. Gleich noch eins. Angetriebener Schraubendreher. Ja, den habe ich auch schon gebastelt. Kenne ich mich gut aus. Okay. Hat jetzt nicht viel gebracht. Wir werden... Oh. Ey, Zomik. Sieht man mein Hinter... Oh, er will uns was verkaufen. Holz. Hm. Eine Crowbar würde ich eher lieber begrüßen momentan. Gebe ich ehrlich zu. Ich brauche irgendwas, um mich zu heilen. Komm, ich setze mich hier hin. Geht das? Ja, genau. Okay. Also nicht heilen, sondern ihr wisst schon, was ich meine. Ah, ist das schön. Alter, hat er gerade das Ding da hingesetzt? Hat er es eingepflanzt? Das sah so aus, als ob es eingepflanzt hätte. Ich meine, Duschen kommt ja auch noch, aber da können wir hier vielleicht gerade mal ein bisschen Speedy machen noch. So, danach muss ich, glaube ich, wieder arbeiten. Ey, wir haben richtig gutes Zeug gefunden. Jetzt fehlt echt bloß noch eine Crowbar. Das wäre geil. Jetzt nochmal arbeiten. Kriegt ihr auch nochmal Knete. Wenn ich jetzt noch ein bisschen arbeite.
Aha, guck mal, da kommt einfach. Das Symbol ist auch anders. Ich war Spielentwickler, weißt du? Alter, was? Du warst Spielentwickler, Like Tech. Krass. Abendessen. Gerne, gerne, gerne. Einfach hinsetzen, so. So, Unmonstre, was hast du für eine. Was ist denn deine Geschichte hier? Ich weiß nicht, wer diese Gerüchte über mich im Umlauf gebracht hat. Aber Lassie darf die erste Abtreibung kassieren. Willst du uns machen? Nee, kann sein, kann sein. Meine Sache, Magazin ist spurlos verschwunden und ich verdächtige LikeTech. Ich hätte es gern zurück. Gewiss, mein Freund, gewiss. LikeTech mag ich sowieso. Nein, ich mag euch alle, meine Zuschauer. Alle. So. Wäre nur toll, wenn ich jetzt irgendwann aufstehen darf, arbeiten. Oh. Ey, die haben echt einen Hass aufeinander. Und dann kämpfen sie gemeinsam gegen die Bullen. Jetzt kann ich leider nicht reingucken, was die haben, weil da ist auch der Stuhl dazwischen. So, mal ein bisschen hier kuscheln und so. Kennt man ja. Was hast du für mich? Seit Tagen folge ich ein Dieb und weiß jetzt, wie das vorgelenkt, die Wärter ab, wenn wieder Dusche ist. Ich möchte die Wärter nicht ablenken, denn dann werden die auch, ja, dann werden die aggressiv auf mich quasi. Oh. Oh shit, hat er gesehen. Hat er gesehen. Das Schwierige ist, muss ich jetzt da reinkriegen. Ich weiß bloß gerade nicht, wie das mal ging. Nee, so ging das nicht. Scheiße, ich muss arbeiten. Oh, shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Okay. Ja, mach ich erstmal die vier Bücher. Zomik, Like und Petro. Zomik, Like, Petro. Ich darf bloß nicht da durchgehen. An die LikeTech. Ich weiß gar nicht, ob es wert ist, für ein Holz meinen Beutel da zu verschwenden. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Konsti? Nee, Konsti war nicht dabei. Und Monstro war diesmal auch nicht dabei. Wo ist denn Zomik und so? Das Andy, Battlecraft war auch nicht dabei. Zomik, Petro, Zomik. Zweimal Zomik. Und Monstre, Lassie ist da mal am Arbeiten. Shit. Ey, Zomik, wo bist du? Battlecraft, das gibt's doch nicht. Mahoho war hier unten. Ne, das ist Zomik. War das nicht Hoho vorhin? Okay, Entschuldigung. Hier, Zomik, damit dir nicht langweilig ist an der Wand, habe ich dir was Schönes zum Dings gemacht. Zum Dingsbums, ihr wisst schon. Petro hat doch hier oben eigentlich gearbeitet. Wo ist er hin? Arbeitet er da nicht mehr? Ne, da ist doch Petro. Nicht da durchgehen, bitte. Ich weiß nicht, ob das sich lohnt, für ein Stück Holz irgendwie. Ah, aua! Shit! Ja, ja. Hoffentlich ist er jetzt mit. Oh, shit, ich bin halb tot, ey. So, der wird mich jetzt wahrscheinlich verfolgen, deswegen schmeiße ich den Beutel da schnell rein. Und versuche ein bisschen Energie zu tanken. So ein bisschen Energie muss ich irgendwie. Mich in Leben. Ich muss Leben wieder auftanken. So. Und wie macht man das? Man guckt sich hier den Zomik an. Ne? Und werde hier mein Leben wieder ein bisschen auftanken. Ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt meinen Beutel nicht habe. Wo ist denn der Officer? Wieso hat denn der so einen Hass auf mich auf einmal? Nur weil der mich mal gesehen hat, wie ich was geklaut habe? Hallo? Jeder klaut hier, das ist ganz normal im Knast, Mann. Mensch, okay. Tomik, du hast doch gerade was verkauft. Oh, eine Crowbar. Und ich kann die mir nicht leisten. Weil ich habe bloß 22 Geld. Alter, was ist hier los? Ah, ich habe mein Arbeitspensum noch gar nicht geschafft. Nein, ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, ich habe ja bloß 4 Bücher gehabt. Oh, shit, 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 shit. Battlecraft. Ach shit, ich nehm. Ach scheiße! Ach, Tenji, du bist so blöd. Du bist so blöd, ey. Ich dachte. Ach Gott, Gott. Oh shit, ey. Kann ich mich wieder bewerben? Oh. Ah, naja, dafür haben wir kein Geld bekommen. Jetzt wäre eine Crowbar gewesen, ne? Jetzt hätte ich eine Crowbar gekriegt. Oh Gott. Shit, ey. Ah. Nee, ich vermöbel erstmal niemanden. Ach Gott, ey, Leute, das war jetzt die Gelegenheit. Die Gelegenheit war das. Was hat denn der Hoho dabei? So, die Gelegenheit, Leute. Oh, Mann. Ah. Shit, ey. Ich seife mich nur ein. Na gut, mach das doch, mein Freund. Mach das, seif dich ein. Ja, ich drück dir so sehr auf die Pelle. Komm her, mein Freund. Knuddeln in der Dusche. Knuddeln. Okay. Abendappell. Danach können wir endlich schaufeln gehen. Oh, ich muss in die andere Richtung gucken. Nach da. Okay. Also los. Na, dann fangen wir mal an.
Folgende Abschaum bekommen seine Zelle gefilzt. Bekommt seine Zelle gefilzt. Andi und Ho. Okay, ich war's nicht, ne? Da habe ich mir jetzt schon wegbegeben. Ich habe immer Angst, dass wenn ich jetzt reingehe, dass sie dann sagen, da war nicht anwesend und so. Da habe ich immer ein bisschen Angst, deswegen lasse ich das immer ein bisschen. Naja, gut, wir haben wenigstens unser ganzes Zeug. Und ich hoffe, unser Freund Konsti ist noch bei uns. Und Lassi, für den Fall, dass Lassi sich wieder da reinbegebt. Werden wir mal beide hier ein bisschen knuddeln. Wie ist er jetzt eigentlich überhaupt drauf? Was, 57? Scheiße, wieso ist das 57? Oh, fuck. Das kann ich vergessen, hier darf ich bestimmt nicht buddeln. Wenn der da zuschaut, dann darf ich bestimmt nicht buddeln jetzt. Oh, fuck. Aber ich kann es trotzdem versuchen. Ach, ein Magazin hatte ich sogar noch. Oh. Ja, ich kann es trotzdem versuchen, wie gesagt. Oh, shit. Boah. Die Zellen sind gar nicht abgeschlossen. Wieso sind die noch nicht abgeschlossen? Kommt die jetzt nochmal irgendwie reingelaufen oder sowas? Da habe ich halt schon ein bisschen Schiss, dass die nochmal reingelaufen kommen. Hallo, Zellen? Zumachen? Zellen? Hallo? Hm. Okay, na gut, dann... Pff, eben nicht. Ich warte noch kurz. So, okay. Dann lege ich die rein. Und dann gehe ich hier runter und buddel erstmal weiter, feuchtfröhlich. Gucken, wie viel wir jetzt schaffen mit einmal Kram. 48 und jetzt haben wir geschafft. Ah, das ist gut. Die läuft gut. Okay, ah, und da haben wir schon einen Stein. Ach, das ist doch kacke. Leute, dafür bräuchte ich jetzt nämlich echt mal die Crowbar. Das wäre schön. 5% gehen weg. Wir brauchen 2, 3, 4 mal graben, glaube ich. Ja. Du musst den Tunnel mit Streben stützen. Ja, Tunnel, das ist ein riesiger... Das ist doch kein Tunnel, das ist ein Loch. Mehr ist das nicht. Ein riesiges Loch. Ich muss aufpassen, dass ich nicht meine Schaufel kaputt mache. 50. Oh, weh, da ist jetzt ein Stein. Ach, ich dachte schon. So. Ja, eigentlich hätte ich das Holz vielleicht doch mal schmuggeln sollen. Weil ich langsam an meine Grenzen komme. Ich brauche ja noch dann Pfeiler. Ich glaube, alle 2 Löcher oder so. Oh je. Ach, shit, ey. Ja, Leute. Ich hasse, dass ich das nie aufheben darf. Komm schon. Ach, sehr schön. Okay. Okay. Dann, wie man sieht, kann ich jetzt leider nichts mehr machen. Ich habe keine Stütze mehr. Dementsprechend würde ich sagen, meine lieben Freunde, ich war der Tenchi. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nein, Moment, okay. Ich habe gerade echt Dings vergessen. Ich war der Tenchi hier von Sinups Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.